Dann habe ich hier noch ein etwas älteres Schätzchen. Das ist diese hier. Von BR. Das ist die BR Lime. BR Event Lime, irgendwie sowas. Die gefällt mir an sich auch ganz gut. Die ist halt nur echt alt mittlerweile. Noch eine HV-Polo. Und zwar diese hier. In Orange. Das ist die HV-Polo Santa Fe. Die hat hier auch so ein Wappen. Und ja, die gefällt mir auch sehr gut. Vor allem hier mit dem blau-weißen, mit dem kleinen Wappen. Auf der anderen Seite hat sie leider kein Wappen. Da hat sie nur diesen Streifen. Aber ja, doch. Mag ich auch sehr gerne. Auch für meinen Springsattel, also VS-Schabrack. So, noch ein ganz altes Schätzchen. Hier meine Rovinio-Schabracke, da steht nämlich sein Name drauf. Die ist orange und von USG. Die habe ich bei meinem allerersten Equitana-Besuch mir machen lassen. Und ich mag die immer noch sehr gerne. Das ist auch eine Dressur-Schabracke. Ja, dann hat sich die Katze auf meine Schabracken gesetzt. Packen wir sie drumherum. So. Kommen wir zu dieser Schabracke hier. Die ist auch von der Eskadron. Die ist pink, aus der Schokosche Pink-Kollektion, wie meine weiße auch. Und das war ganz lange meine Lieblingsschabracke. Ich habe die so gerne unter den Sattel gemacht. Ja. Auch Dressur. Eine weitere Schabracke von HV Polo. Wieso hängt sie jetzt da? Diese hier. Die ist rosa und sie hat hier diesen Streifen und oh, sie ist so toll. Ich musste sie unbedingt haben und mittlerweile ja, nehme ich sie auch ganz gerne mal fürs Turnier, ne? Mit meinem rosa Steigbügeln dann dazu. Passt das ganz gut. Fehlen noch rosa Fliegenröhrchen und rosa Gamaschen. Ja, die ist super. HV Polo Nana Crown, meine ich. Meine ich jedenfalls. Hier steht irgendwas mit Glam Polo Couture. Aber ich meine, das ist HV Polo Nana Crown. Auch dieses Jahr gekauft. Kommen wir zu der nächsten pinken Schabracke, weil ich hatte ja erst zwei gezeigt. Das ist wieder eine von Eskadron. Sieht man? Oder ist das falsch? Ja, ich glaube, man sieht's. Das ist die Eskadron Neon Pink. Das sieht man jetzt in der Kamera, glaube ich, nicht so gut. Aber die ist wirklich deutlich pinker als die Schokoship Pink. Wartet mal. Doch, jetzt sieht man's. Ja, das ist auch eine Dressurschabracke und ich mag die auch sehr gerne. Also sie ist rosa, ich kann sie nur mögen. Ah, oh, noch ein altes Schätzchen. Noch eine HV-Polo, sag ich schon. Eine Eskadron mit Niki. Da unten seht ihr, das kleine Pferdchen, das läuft. Also wenn wir schon die Sportlich betätigen an dem Tag, dann tut es wenigstens die Schabracke. Ja. So sieht sie mittlerweile aus. Sie war mal strahlend hellblau, aber ich habe sie einfach zu gerne benutzt. So, was Aktuelleres. Meine HV Polo Big Square Ice Blue vom letzten Jahr. Ich glaube, ich habe sie im November, Dezember oder so gekauft. Ich liebe sie. Ich finde diese Big Squares so schön. Sie sind zwar teuer und bei mir rutschen sie auch die ersten zwei, drei Male, aber ich finde sie so toll irgendwie und ich bin froh, dass sie bei mir eingezogen ist. Auch Dressur, ne? So. Dann habe ich hier so eine Vielseitigkeit-Schabracke von Eskadron. Da. Das ist die Eskadron Aqua. Ich weiß nicht, aus welcher Kollektion oder wie alt die ist. Die habe ich gebraucht gekauft. Meine Lieblingsschabracke. Diese hier. Von Spooks. Ich musste sie unbedingt haben, ich wollte sie unbedingt haben. Und auf der Equitana war sie dann, hier ist Klöhnchen, auf der Equitana war sie dann reduziert und da musste ich auch nicht mehr lange überlegen, ich wollte sie einfach haben. Das war mein Akku, mein Handy, Wecker. So, diese hier ist auch eine Dressurschabracke in Braun von, steht nicht dran. Ja, No Name.
Aber ich finde total süß, weil hier so kleine Pferdchen eingestickt sind. Und die Schabracke habe ich damals mit einem Pferd in der E-Dressur gewonnen. Deswegen mag ich die auch so gerne. Nochmal was Schlichteres. Ich habe hier so eine graue Dressurschabracke von Schokomühle Sports. Ja. Diesmal etwas schlichter als meine anderen Schabracken, aber ich mag die trotzdem sehr gerne. Auch wenn die sich leider hier unten am Rand immer, also was heißt immer, aber ich hatte schon mal eine Schokomühle, die hat sich gewellt. Und diese wählt sich wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber naja, das gefällt mir nicht so. Das Design und die Farbe ist super. Noch eine Lieblingsschabracke von mir. Nach eines Buchs. So. Ne, Buchs. Das ist eine Springschabracke, in dieser Springform auch. SR meine ich heißen die und ich wollte schon immer so eine Springschabracke haben und ich habe nie eine gefunden. Und dann hatte ich die auch noch von Spooks gefunden. Die ist zwar gebraucht und ja, natürlich nicht mehr so schön wie eine neue. Aber sie sitzt, sie wackelt, sie hat Luft. Sie ist von Spooks, sie ist rund, alles top. So, das waren die hängenden, jetzt kommen die liegenden. Mal was aus der ganz neuen Kollektion. Okay, mein Karneval. Ja, die kennt wahrscheinlich momentan jeder, weil sie in aller Munde ist. Das ist die Big Square Dark Red aus der aktuellen Eskadron-Kollektion. Hier. Und ja, selbes Spiel wie bei der Big Square. Wie bei der Ice Blue Big Square. Ich finde sie super schön. Auch sie hat die ersten paar Mal ein bisschen gerutscht. Ja, aber ich musste sie einfach haben. Mir war klar, dass sie rutschen wird. Aber ich wollte sie haben. Und deswegen ist sie bei mir eingezogen. So, noch was von Januar, meine ich. Also, ich glaube, die Kollektion war älter, aber nicht viel. Diese Eskadron Nikki Dot Springschabracke oder VS-Schabracke in Anthrazit mit diesen Burgundi-Streifen mit den kleinen Hufeisen von Herzen. Und da unten das Nikki-Pferd. Eskadron. Ja, die habe ich, meine ich, im Januar irgendwie geschenkt bekommen, nachträglich zu Weihnachten. Und ich finde die auch so schön. Leider wirkt die ja meinem Pferd nicht so gut, weil er selber so dunkel ist. Aber die Schabracke an sich ist echt toll. Und ich finde die so süß mit dem Nikki, Kreis hier unten. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine kleine Briefmarke. Ganz bisschen. Okay, jetzt habe ich nochmal etwas, was wirklich alt ist und was eigentlich ausrangiert werden könnte. Das ist diese braune Schabracke hier von RTS Sportline. Die hat hier eine doppelte Kordel und ist ansonsten ja, hellbraun. Sie war mal so eine Samtschabracke. Wie gesagt, sie war mal. Ich benutze sie halt einfach noch zum Longieren. Dafür ist sie wirklich top. So, noch eine graue Schabracke von Kentire für euch. Die ist hier am Rand, so türkis abgesetzt. Bei Gelegenheit muss ich unbedingt mal gucken, ob ich türkisene Bandagen finde. Ich glaube, das sieht ganz toll aus. Ansonsten ist sie relativ schlicht, die hat keine weiteren Applikationen. Ja. Hier sitzt die Katze schon wieder auf meinen Schabracken, aber auf denen, die ich euch noch zeigen will. Hey, Amy. Darf ich die haben? Oh. Ach, komm, sitzt die Katze auf dem Ding, räuchte sie ganz schnell zu mir rüber. Geh mal runter. Nee, los. So, noch eine braune Schabracke, yay! Die hat hier am Rand so eine Kordel und so eine farbig abgesetzte Begrenzung. Kann man das so sagen? Und ansonsten ist sie dunkelbraun schlicht. Das ist nicht so richtig Dressur, das ist nicht so richtig Vielseitigkeit. Ja, es passte gut unter so einen Wintec-Vielseitigkeitssattel drunter. Für meinen Dressursattel ist sie ein bisschen kurz, für meinen vielseitiger Sattel könnte es passen. Mal schauen. Amy. Noch eine braune Schabracke. Ihr denkt bestimmt, boah, ist die langweilig. Die hat 5 Millionen braune Schabracken. Aber sie ist was Besonderes. Die hat hier blau. Und das Süßeste ist nämlich, ups, dass sie diese Pferde hier hat.
Und die kann man sogar fühlen. Also die sind nicht ganz aufgestickt, das ist so plüschig. Voll süß. Und das passt auch ganz gut unter meinen Vielseitigkeitssattel. Amy, so funktioniert das nicht. Jetzt noch eine sehr schlichte Schabracke. Hier so eine grüne, ein hübsches Ding oder so. Mit silberner Biese. Das war meine allererste Schabracke für meinen Vielseitigkeitssattel und dafür hat sie auch gut gedient. So, dann haben wir hier so eine blaue von Caballo. Ja, Caballo sieht man hier ja auch an dem Wappen. Da auch. Eine Vielseitigkeitsschabracke, ganz nett. Ja. Dann habe ich hier eine weiße Schabracke nochmal. In Vielseitigkeitsform. Die hat hier drin so Fell. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe sie viel zu selten benutzt, um ehrlich zu sein. Einfach weil ich Ewigkeiten ja gar keinen Vielseitigkeitssattel hatte, wo die drunter gepasst hätte. Und ich habe sie damals einfach nur gekauft, weil sie im Angebot war. Ja. Noch so eine süße Schabracke. Ich finde die total putzig wegen dem Pferdchen hier, weil das den Schweif nicht bewegen kann und die Mähne auch. Ansonsten ist sie halt gestreift. Sieht man das? Ja, die ist bunt gestreift mit dem roten Rand. Ja. Habe ich auch gebraucht bekommen. So, dann habe ich hier eine champagnerfarbene Schabracke von Ecoline. Mit so einem braunen Rand, auch in Dressurform. Die Schabracke habe ich mir ursprünglich mal gekauft, weil ich was Helles, Schlichtes zum Reiten haben wollte, aber ich wollte nicht mit Weiß reiten. Und deswegen kam dann Champagner ins Haus. Und zum Schluss, wir sind schon bei der letzten angelangt, habe ich hier diese kiwifarbene Schabracke von Crema. Ich meine, die ist von Crema direkt auch. Ja. Die hat hier so eine doppelte Kordel mit so einem braunen Rand. Und die ist damals nur bei mir eingezogen, weil ich zufällig einen Stirnriemen mit kiwifarbenen Steinen bekommen habe. Also ich wusste nicht, dass sie kiwifarben sind, aber sie waren so grünlich. Und dann habe ich halt die Schabracke dazu gesucht und das war dann diese hier. Ja. Das war's auch schon. Hat irgendwer von euch mitgezählt? Dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Schabracken ich besitze. Das waren jetzt auch wirklich alle. Ich habe extra alle Schabracken vom Stall mitgebracht, dass ich keine vergesse, dass ich euch einfach mal alle zeigen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.